So, was reden wir heute? Wir reden zum Beispiel über unsere kommenden Monate, was wir für euch im Petto haben, denn wir haben ja Haven Residences in der Übergabe und auch da kann ich euch sagen, haben wir jetzt schon ganz, 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 ganz viele spannende Dinge in der Pipeline für euch. Zum Beispiel wissen wir ja, dass wir mit Haven Residences nicht nur komplett an deutschsprachige Investoren alles ausverkauft haben. Deutschsprachig aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Deutsch-Türken, Deutsch-Italiener, Deutsch-Russen, so, also alle irgendwie deutschsprachig zumindest. Und aber noch viel, viel wichtiger ist, wir wissen ja, dass wir mit Haven Residences hier den Mietmarkt auf den Kopf stellen. So, wie machen wir das? Das möchte ich euch ein bisschen erklären. Habe ich auch lustigerweise gerade in einem Video aufgenommen, das ich auf YouTube bzw. als Reel, der wir dann noch releasen werden. Aber es ist eine ganz, 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 ganz wichtige Information, wie ihr oder wie wir an dieses ganze Thema Mieter rangehen müssen. Denn wie revolutionieren wir den Markt denn hier überall? Was macht uns denn so besonders? Und warum denken wir uns sowas überhaupt aus, damit du als Investor praktisch, ich sag mal, Sicherheiten und Garantien gibt es für nichts im Leben. Ja, du kannst die Liebe deines Lebens treffen. Das heißt nicht, dass ihr euch in 10 Jahren immer noch zusammen seid und verliebt seid. So, du kannst dir dein Traumauto holen. Das heißt nicht, dass du garantiert dieses Auto immer noch geil findest in 2 Jahren. Aber zumindest können wir ganz, ganz viele Sachen ausschließen. Deshalb wissen wir auch, was wir mit unserer mit unserem Konzept, mit unserem kleinen Konzeptchen für unsere deutschsprachigen Investoren, diesen kleinen Circle, den wir da aufbauen, diesen kleinen Inner Circle für unsere Kunden, wissen wir einfach, dass wir damit eine Revolution anstoßen im Dubai-Markt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir sehr, 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 sehr schnell sehr, 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 sehr viele Nachahmer finden würden. Aber ich fange mal an zu reden, also zu schreiben. Wir reden natürlich ja die ganze Zeit. Irgendwie fällt mir leichter. Ihr könnt übrigens alle zu jeder Zeit ein paar Fragen stellen hier drinnen. Geile Fragen, da sind schon ein paar geile Fragen drinnen. Stay tuned, ich mache hier kurz 5 Minuten Party und dann gehen wir auf die Fragen ein. So, also, das erste ist mal, wir machen Mieter Marketing. So, wir reden über Mieter Marketing. So, wer war schon mal in Dubai? Also ich habe jetzt 2 Fragen an euch und ich möchte, dass ihr darauf antwortet. So, wer war schon mal in Dubai und wer in Dubai war, ist mit dem Flugzeug angereist. So, wer diese 2 Fragen mit Ja beantworten kann, kann jetzt mal irgendwie einen Daumen nach oben in den Chat. Hier, damit wir ein bisschen Bewegung haben, wenn wir doch sehen, dass wir auch interaktiv miteinander reden. So, wer war schon in Dubai und wer ist mit dem Flugzeug hier reingekommen? Ja? So, unbedingt den Daumen nach oben hier in den Chat. Luxury Lifestyle, deine Frage nochmal in den Fragezeichen-Button. Wunderbar. Daniel Rosner, Viktor Wolters, Marc HCS, Sutmel, Daniel Heinz, Business in Spanien, Barbeja, wunderbar. So, da sind ganz, ganz viele Leute. So, was habt ihr denn da beobachtet? Ihr habt sehr, sehr viel Real Estate Advertisement. Markus Zeiger, Stefan Reisen, Daniel Rosner, Stefan Aufreisen, Erik Trubay, AM0081, Mr. Emre, jetzt erst Mr. Emre, guten Morgen. Luxury Lifestyle, natürlich J9. So, ganz, ganz wichtig. Ihr habt diese beiden Fragen gerade mit Daumen nach oben beantwortet, beziehungsweise damit auch mit Ja. Und das heißt dann natürlich, dass ihr hier angekommen seid. Das heißt, ihr habt diese ganzen Immobilienwerbung gesehen. Der Flughafen an Dubai sieht ja aus wie eine Expo Real. Ja, so viel Werbung, wie da ist über Immobilien. Was hat denn diese Werbung gemeinsam? Ja, ganz, ganz wichtig, das muss man verstehen. Was haben all diese Marketingaktionen gemeinsam? Wen targetieren denn diese Werbung?
an wen ist diese Werbung gerichtet? Und an wen ist diese Werbung gerichtet die letzten 9 Jahre? Und zwar nur an eine Person. Wir sind immer nur an Investoren. Investoren oder Eigennutzer. Das heißt, nur die Leute mit der großen Tasche. Mit ganz viel Geld in der Tasche. So, wir werden zum allerersten Mal den Mieter targetieren. Der Mieter targetieren, das heißt, der Mieter wird zum ersten Mal Werbung sehen und sehen, oh, krass, die meinen mich, die reden mit mir. Sekunde, was wollen die denn? Oh, okay, die haben Haven Residences, die haben Services, es sieht so aus und ich soll mir das unbedingt anschauen. Okay, ich trage mich da mal ein, mal schauen, was da geht. So, dann haben wir die zweite Revolution, die wir mit diesem Marketing anschmeißen. So, die zweite Revolution, die wir anschmeißen mit unserem Mieter-Marketing, ist, wir machen das komplett über Social Media. Wir haben alles über Social Media verkauft. Wir werden das in no time über Social Media verrenten. Wie? Super simpel. Wir targetieren den Mieter. Der Mieter sagt, oh, interessant, schöne Videos. Ich habe 2, 3 Ideen, über die darf ich aber noch nicht reden. Sonst nimmt mir mein Marketing-Team, dreht mir das Genick um. Aber viel, viel geiler. Geile Aktion. Geile Aktion. Heaven. Ja, ich sing nur. Okay, also. Was machen wir mit Social Media? Social Media, der Mieter findet uns, der zukünftige Mieter, sagt, geil, die meinen mich, ich bin Mieter und ich bin auch bereit, 10.000 Dirham mehr zu bezahlen pro Jahr, wenn ich die richtige Immobilie finde. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute sagen, ey, diese Menschen gibt's. Es gibt Menschen da draußen, mehr als genug, die wollen das ganze Fugazi gar nicht, dieses ganze View-Gewichse und dieses ganze bist in der Mall und bist am Beach Club und so. Welcher normale Mensch geht in einen Beach Club? Sorry. So, also, und diesen Mieter targetieren wir. Und der wird sich eintragen bei uns und dann laden wir den auf ein Open House ein. Und im Open House ist mein Ziel, ja, einmal eine Schlange, um komplett Haven Residences zu haben. Und ich werde mit der Kamera dran vorbeirennen und ihr werdet es sehen. Mark my words. So, und jetzt kommt der Punkt. Wir targetieren über Social Media, machen einen Funnel, wie ihr auch ihr in unser System reingekommen seid, ja, als Käufer oder alle Hebenkäufer. Und dann haben wir den dritten, wichtigsten Aspekt in der ganzen Geschichte. Denn wir machen die ganze Party komplett provisionsfrei. So, ich weiß nicht, wer Haven schon mal gesehen hat online, zufällig auf meinem Kanal, aber wer sich auch drin vorstellen könnte, darin zu mieten, der kann gerne mal das Herz jetzt betätigen, weil wenn du das Herz betätigst, sehen andere Leute, dass du dir das gerade anschaust und vielleicht ist es ja für die interessant, aber mit Haven werden wir die ganze Party auf den Kopf stellen. So, und wenn du auch in Haven mieten wollen würdest, würde ich auf jeden Fall mal ein paar Herzen reinballern, wenn du als Mieter bekommst Haven von uns provisionsfrei. Das heißt, der Mieter, so, das ist jetzt hier unser Mieter. So, der Mieter ist ein bisschen dünn. So, aber der Mieter hat mehr Geld in der Tasche. So. Okay, das hier ist der Mieter. Der Mieter hat 1000 Euro mehr in der Tasche. Was macht er denn damit? Was macht er denn damit? So, er gibt diese Kohle aus im Gegenzug für eine wunderschöne Immobilie in Haven Residences und, also das soll das Haven-Logo sein, ich hab's ja verkackt. Aber da. So. Wir machen es so. So, machen wir, er hat hier ein schönes One-Bedroom. Ja, und hier kommst du rein, das ist ein Studio. So, er hat ein schönes Studio im Haven, liegt hier drinnen, hat seine Küche hier drinnen, Badezimmer ist dahinter. So, happy times. So, wenn er 1000 Euro mehr hat in der Tasche, geht das nämlich direkt in den Investor seine Tasche.
Und wir als Property Manager werden dafür sorgen, dass der Mieter hier, unser Kollege, eine geile Experience hat. Damit werde ich, wenn wir es schaffen, dieses kleine System, das wir hier aufbauen. So, hier. Dieses Systemchen aus unseren Investoren und unseren Mietern, die sich ja eigentlich immer gegenüberstehen, aber indem wir über den Property Management mit dem Investor reden und über mit dem Mieter Management mit dem Mieter reden und diese zwei Fields nur miteinander kommunizieren und der gar nichts mit ihm zu tun hat, hat er hier ein besseres Leben und wird es lieben und der Investor hat mehr Rendite und wird es lieben. In a nutshell ist das Immobilienbusiness ja gar nicht mal so schwer. Das ist ja das Problem. Nur man muss halt die Mühe machen und halt auch mal die Extrameile gehen, um das dann auch umzusetzen. Und das und noch ganz, ganz viel mehr planen wir mit Haven Residence. Kommen wir gerade ganz, ganz viele Leute rein. Ich muss mal denen noch mal kurz alle Hallo sagen. So, wunderbar, 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 wunderbar. So, zack, 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 zack. So, und das ist, was wir mit Haven in den nächsten Wochen aufbauen werden. Zudem haben wir heute ein ganz, ganz wichtiges Meeting gehabt. Liebe Investoren, die bereits schon bei uns investiert haben, vor allem in Haven Residences oder vor allem in Haven Residences oder auch selbst bei Signature Livings haben wir auch schon ein paar, die bei uns ja schon investiert haben und bei Ellington natürlich auch. Ich habe heute übrigens, ich habe einen Reminder bekommen, das kann ich euch kurz zeigen. Warte mal, das zeige ich euch mal eben kurz. Das war echt legendary. Habe ich es gespeichert? Ach nee, ich habe es Olga geschickt. Okay, dann muss ich es nochmal später raussuchen. Aber ist ja auch egal. So. Denn ich habe heute tatsächlich am 19.01.2017 habe ich zwei Wohnungen damals an meinen Buddy Daniel Fire in Ellington verkauft. Also 5 years ago. Haben wir schon damals Ellington Investments gemacht. Damals haben wir schon die Investmentstrategie A-Produkten der B-Lage verfolgt. Geile Story, müsste man mal mit Daniel auch noch aufnehmen, wenn er wieder zurück ist aus seinem Urlaub. Aber interessant wird jetzt für die Leute, die bei uns schon gekauft haben, denn wir reden gerade über Refinanzierung der Immobilien in Dubai, denn das wird jetzt gerade ein bisschen einfacher gemacht, dem deutschsprachigen Investor darzustellen. Das heißt, du als Investor kannst dich kannst deine Immobilie hier refinanzieren. Das ist der Shortcut zu deinem Bankkonto. Du kannst bis zu 70% von der Bank bekommen inzwischen. Wir reden über Zinsen von 2-3%. Also gar nicht mal so interessant. Werden wir auf alle unsere existierenden Investoren nächste Woche mit einem Newsletter auf euch zukommen. Also sehr, 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 sehr geil. Haltet da auf jeden Fall die Ohren offen und den Newsletter auf jeden Fall nicht im Spam-Folder lassen. So, kommen wir zur Q&A-Section. Ich habe 5.000 Euro zu investieren. Was würde ich machen? Boah, 5.000 Euro würde ich wohl zuallererst wieder in mich selbst investieren. Und zwar mal mindestens 1.000 Euro in 25 Bücher oder 30. Ja? Oh, Mr. Bilal. Shukriya, Habibi, Shukriya. Vielen Dank, Bro. Appreciate the words. Also wenn du 5.000 Euro hast, würde ich auf jeden Fall erstmal in dich zurück investieren. Ich würde schauen, dass ich mir viele Bücher kaufe. Ich würde schauen, dass ich vielleicht ein Einsteigerprogramm bei dir, Kräuter oder sowas buche. Was dich in dein Business voranbringt, wo du investieren lernst. Weil 5.000 Euro kann man jetzt sagen, machst du Bitcoin oder hast du das Doppelte in 5 Jahren. Kann gut sein, ist halt aber auch höchst volatil. Am Aktienmärkte sind gerade höchst überbewertet. ETFs, musst du auch wissen, wem du dein Geld gibst. Immobilien kommt da noch gar nicht in Frage natürlich. Deshalb unbedingt 5.000 Euro, wahrscheinlich würde ich erstmal in Bücher und in Weiterbildung. Das heißt, in dich selbst investieren, ja? So. Bam, bam, bam. Wer mit mir agreed, kann auch gerne schon mal die Herzchen pressen.
So. Mr. Milanski, wie sieht's aus mit dem Vererben in Dubai eine Erbschaftssteuer? Also wir haben, tatsächlich gibt es eine Erbschaftssteuer von 0%. Wir haben generell, wir haben keine Erbschaftssteuern, wir haben gar keine Steuern hier in Dubai, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Wir haben keine Erbschaftssteuer hier. Und natürlich ganz, ganz wichtig, du solltest aber eine Nachlasserklärung, also ein Testament, einen Will, wie das heißt in Dubai, hier in Dubai auf jeden Fall registrieren, weil, sagen wir, morgen shit hits the fan auf Deutsch, das heißt, morgen passiert dir was und du hast es nicht geklärt, dann wird das, also A, gilt natürlich in den Emiraten die Scharia-Law, ja, das heißt, Scharia gilt hier in den Emiraten, das heißt, theoretisch, wenn du einen Sohn hast, geht die Immobilie an deinen Sohn. Allerdings wird das ganze Legal Procedure auch ein Jährchen oder zwei dauern. Wenn du keinen Sohn hast, geht es an deinen Bruder oder an deinen Vater. Weiß jetzt nicht genau. Aber deshalb, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, als Europäer und als Nicht-Moslem hier in Dubai einen Will zu registern, also eine Nachlasserklärung. Wenn du Moslem bist, kannst du das nicht machen. Dann gilt die Scharia für dich. Und dann musst du nach den Gesetzen der Scharia, wirst du dann behandelt. Das ist einfach so, wenn das tatsächlich so ist. Deshalb, wenn du ein Will registerst in die IFC Courts, kostet dich um die 300 bis 400 Euro. Plus Anwaltskosten. Also nicht der Rede wert, um ehrlich zu sein, für was es ist, ist es tatsächlich nicht der Rede wert. Deshalb unbedingt einen Will registern in den Dubai Courts. Wenn du dabei Hilfe brauchst, sag mir gerne Bescheid. Wir haben unsere Anwältin, die Mariam, die für solche Fälle deutschsprachig natürlich auch unsere Kunden immer zur Verfügung steht. Daniel Heinz, wie gut, schlecht ist die Bausubstanz generell in Dubai? Wie groß sind die Unterschiede zwischen den Elternprojekten verglichen zueinander von Emma und so weiter? So, wie lange hast du Zeit, Daniel? Kommt tatsächlich drauf an. Es gibt auch schwarze Schafe bei den privaten Bauträgern. Es gibt auch gute Projekte von den Regierungsbauträgern. Allerdings steht und fällt halt alles mit der Bausubstanz, mit dem Service auch der Immobilie, wie das Ganze gemanagt wird, wir haben zum Beispiel, es gibt OneJBR, ja, OneJBR ist direkt am JBR-Strand, eine Immobilie, in der ich auch die ein oder andere Unit gedreht habe und da kriegen wir eben ganz immer wieder gespiegelt von unseren Kunden, dass die sich da nicht wirklich drum kümmern, um die Immobilien am Strand direkt, dass die eben sagen, das Gebäude ist schön, die Views sind geil, der Rest ist scheiße. Da sind sie nichts gekümmert, die Concierge-Firma ist irgendwie alle 4 Monate eine andere, und die Bausubstanz ist auch nicht die beste. So, das ist leider sehr, sehr oft der Fall und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel auch sagen, wenn du für Eigennutz kaufst und irgendwas Geiles haben möchtest, spar nicht am falschen Ende. Schau, dass du tatsächlich auch, natürlich Dubai-Immobilienpreise sind günstiger und du kriegst ja auch für 1 Million Euro wahrscheinlich mehr, wie du es in Hamburg, Düsseldorf, München, Stuttgart, Zürich, Wien, wherever bekommen würdest. Allerdings, wenn die Immobilie, die du wirklich haben willst, 1,2, 1,3 kostet, spar nicht an der Ecke wegen ein paar hunderttausend Euro tatsächlich. Und ja, es gibt tatsächlich sehr, sehr große Unterschiede, zum Beispiel auch JBR. JBR ist ja auch immer so ein Ding, ne, diese ganzen sandy-farbenen Tower am JBR-Strand, Jumeirah Beach Residences. Die haben angefangen mit dem ersten Cluster Murjan, das eigentlich der beste ist, und dann wird es eigentlich nur noch schlechter. Wenn du von Murjan anfängst, gibt es Sadaf, dann gibt es Bahar, dann gibt es Rimal, dann gibt es Amwash und dann gibt es Shams. Ist sogar noch richtig.
So, da kann man oft mal ein paar Herzen drücken als Respekt. Bin auch ein bisschen geschockt, dass du das weißt. So, und diese ganzen Cluster haben dann am Ende des Tages verschiedene Baufirmen aufgebaut. Und das ist dann eben der Punkt, wo man wirklich sehen kann, wo immer mehr an den ganzen Ecken gespart wird. So, und das ist natürlich der Fall, wo wir dann eben auch sehen können, da siehst du tatsächlich, wo sie gespart haben, wie sie gespart haben, die Materialien, du denkst, das ist Marble, und dann ist es halt so eine ganz, ganz dünne Scheibe, die im Badezimmer, die das Waschbecken hält, und das kannst du einfach abbrechen, wenn du ein bisschen doof dran stoßt oder sowas. Und das sind eben Sachen, die auch mich ein bisschen frustrieren, natürlich. Ja. Mark HCS. Schon Projekte auf der Palme geplant. Und wie sieht es mit der Palm Ali aus, beziehungsweise technische Schwierigkeiten? Uff, also, es gibt viele Sachen, zu denen ich mich äußern kann. Es gibt ganz viele Sachen, zu denen ich mich nicht äußern kann. Und die Palm Jebel Ali ist davon eine Sache. Ich kann mich nicht davon äußern, weil mir der Mund verboten wird, ganz im Gegenteil. Ich kann mich nicht dazu äußern, weil es einfach keine Informationen gibt, die irgendwie reliable sind. Es ist tatsächlich so, dass die Palm Jebel Ali steht. Es wurde kein Projekt announced. Alle Leute, die Länder darauf besitzen, die Länder sind on hold. Keiner darf was drauf bauen. Irgendwann wird es kommen, aber wahrscheinlich wird es auch nochmal so ein 10-Jahres-Projekt sein, weil die Palm Jumeirah ist ja nicht mal fertig. Deshalb ja, wird es einfach ein paar Jährchen dauern. Projekte auf der Palme sind geplant, allerdings nicht von uns, natürlich. Sondern es ist halt eher, Hookie Frank, hallo Janine, hi Olga. So, aber natürlich nicht von uns, wir fokussieren uns auf die B-Lage, fokussieren uns auf den normalen Menschen, auf den mittlere Einkommen. Und das ist natürlich viel, viel wichtiger on the long run. Denn, ne? Luxus machen schon ganz, ganz viele und die machen es auch richtig gut. Und es ist nicht der Markt, in dem wir uns auch sehen. Langfristig, mittelfristig und kurzfristig. So, was haben wir noch für Fragen? Baumaterialien, Engpässe. Haben wir jetzt noch nicht so in der Form wie in Deutschland, obwohl hier deutlich mehr gebaut wird. Viele Sachen sind ja auch manchmal politisch angetrieben oder erzeugt oder gewollt. Natürlich gibt es ja auch eine Inflation, ne? Vor allem im europäischen Raum, dass das dann auch noch begünstigt, dass dann Preise steigen und man es aber nicht unbedingt immer auf eine Inflation schieben will, sondern man eben auch auf einen Mangel. So, hier bin ich wieder, kam kurz ein Anruf rein. So. Aber natürlich, also es gibt hier tatsächlich keinen großen Lieferengpass. Also Thorsten hat mir auch irgendwie neulich erzählt, dass es nur noch 2 oder 3 Apple Watches gab in so einem riesigen Saturn in Bochum. Die halt eben sagen, es ist halt ein Shortage und du kriegst keine Apple Watches mehr. Und das sind die letzten 3, die wir haben. Und eigentlich können wir die nur geben, wenn du noch ein iPhone dazu kaufst und so weiter und so fort. Und deshalb, wir spüren es noch nicht so sehr. Wir spüren allerdings ein paar Preissteigerungen. Ja, natürlich beim Holz zum Beispiel wird ein bisschen teurer. Oder wie wir es auch kalkuliert haben, bei den Klimaanlagen, die gute, ja, von Samsung von 35% gestiegen sind. Das kriegen wir natürlich mit und das wird sich natürlich auch mittelfristig in den Apartmentpreisen widerspiegeln, dass wir sagen, und natürlich, die Preiserhöhungen müssen irgendwie weitergeben. Das heißt, wir werden dann im nächsten Projekt wahrscheinlich nicht mehr bei 2.500 sein, sondern irgendwo bei 2.700, 2.800, 2.900, vielleicht sogar 3.000 Euro auf den Quadratmeter. So, warte, da ist was, da can't be shared. Daniel Heinz will es wissen heute, schau mal. Wird der Dubai Creek Tower, ich kann die Antwort nicht sharen, irgendwie ist die Buggy. Jetzt, okay. Wird der Dubai Creek Tower derzeit weitergebaut? Also ich habe Sheikh Mohammed angerufen letzte Woche und er hat mir auch keine Auskunft gegeben.
Tatsächlich sind das auch solche heißen Eisen, die ich nie supportet habe, weil ich wusste, dass das sehr ambitioniert ist, beziehungsweise ja, dass es was längerfristig ist. Ich wusste, dass das Ding nicht bis 2020 fertig ist. Ich bin auch kein mega Supporter von diesen, wir bauen jetzt einen 1000 Meter Tower und lassen wir noch 200 Tower außen rum bauen, die auf den Tower schauen. Das hat nie meiner Philosophie entsprochen, deshalb machen wir das nicht. Maidan City District 1. District 1 ist heftig am Bauen, das weiß ich. Den Kanal haben sie noch nicht verlängert, das weiß ich auch. Und auch die Mall ist immer noch on standstill. Die wollten ja diese riesige Mall bauen mit diesem riesigen Tower auch. Die wollten ja den second highest residential tower in the world hinbauen, neben die Mall. Und unten drunter auch die nächste größte Mall. Da weiß ich auch nur über Leute, die dort arbeiten, dass die Dinger on hold sind. Ja. Aber wann das weitergeht oder ob es weitergeht, wie es weitergeht, da bin ich ein zu kleines Rädchen im ganzen Getriebe. Da kann ich keine Aussage machen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Projekte nie auf unseren Kanälen proposed haben. Und ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr heftig so promoted wird von dem ganzen Markt. Und vor allem auch von neuen Maklern in der Stadt, die auch deutschsprachig sein können. Und das ist eben der Grund, warum wir uns auf unsere kleine Nische fokussieren und eigentlich nur da uns wirklich auskennen. Let's be honest. So, nee, aber ist der Grund, ne? Wir machen das ja nicht, um den nächsten Deal mit dir zu machen, um dir irgendwas. Das ist ja diese sogenannte Augenwischerei, die auch immer wieder stattfindet, dass ich auch immer wieder promote und sage, hey, da findet sehr viel Augenwischerei statt. Frag dich mal selbst, braucht der Mieter das größte Gebäude oder Struktur der Welt vor seiner Nase, um damit das jetzt gute Rendite gibt? Braucht es ein zweites Downtown, wenn Downtown schon da ist? Also ich kenne nur ein Downtown in Paris, in Berlin. Ich kenne nur einen Mitte in Berlin, ich kenne nur einen Downtown, ich kenne nur einen Manhattan in New York. Also es braucht keine zwei Downtowns, meiner Meinung nach. So, und im Prinzip, was die ja machen, ist, die kopieren Downtown. Und das ist halt eben so eine Sache, wo ich sage, wie nachhaltig ist es, wie stabil sind da die Immobilienpreise. Wird man alles sehen, was in der Zukunft passiert. Wie dem auch sei, ich glaube, da wird immer sehr, sehr viel. Da sind wir auch noch zu deutsch, glaube ich, in vielen Sachen, indem wir einfach sagen, so, oh, aber die haben aber gesagt, jetzt machen sie es aber nicht. Ich habe ein geiles Video gefunden, ich muss dieses YouTube-Video endlich mal machen, wo ich Dubai mit New York vergleichen möchte, denn das ist alles Ambition, liebe Freunde. Und wenn man Ambitionen hat, dann klappen eben nur 8 von 10 Dingen und 2 halt eben nicht. Aber wird man dann an den 2 gemessen, die nicht klappen, oder wird man an den 8 gemessen, die klappen? Das ist eben die Frage, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Ich bin der Typ, der sagt, ey, ich messe dich an den 8, die klappen, Bro, safe. So, wenn du der Typ bist, ich messe dich aber an den 2 Sachen, die nicht klappen, dann ist Dubai wahrscheinlich auch nicht deine Stadt, so sind wir ehrlich. So, und das ist der Grund, warum diese Sachen auch, lieber Daniel, die du da im auspointest, und versuchst, den Finger in die Wunde reinzuhalten, prallen die an mir ab. Ich habe die Frage 120.000 Mal beantwortet. Auch die Welt. So, B, lege ich lieber auch den Fokus auf die Sachen, die funktionieren. Blue Water Island, der riesige Kanal. Ja, alles andere, was Dubai anfasst, funktioniert eigentlich. Eine super internationale Gesellschaft, die kulturell übergreifend ist, mit Moslems, Christen, Juden, Orthodoxen, alle unter einem, aus Afrika, aus Russland, aus China, aus Europa, alle unter einem Dach, friedlich zusammenleben. Das ist für mich wichtiger. Ob diese Buden jetzt 2020 fertig sind oder 2025 oder 2030, so, I don't care, to be honest. Ich glaube an die Gesamtvision der Regierung. Und das ist für mich viel, viel wichtiger, wie jetzt auf Spekulationen zu hoffen, was jetzt schief laufen könnte oder schief gelaufen wäre.
Das ist für mich eher der Referenzpunkt, worauf ich dann eben drauf schaue. So, an der Stelle haben wir ein kleines Live heute gemacht. Ein halbes Stündchen. Da kam die eine Frage, machen wir noch. Kam gerade noch eine rein. Markus Zeiger, habt ihr nächstes Jahr auch noch gute Projekte? Selbstverständlich werden wir dieses Jahr, ich gehe mal das Thema davon aus, dass du noch in 2021 bist. Lieber Markus, in dem Fall, Happy New Year. Wir haben bereits 2022 und ja, wir werden auch dieses Jahr mindestens ein Projekt launchen, das wir exklusiv verwalten und managen und nur an deutschsprachige Investoren verkaufen, zusammen mit unseren Partnern von Metrical Developments. Wir haben schon das Land, wir wissen auch schon, was wird. Wir sagen mindestens eins, weil wir eigentlich zwei. Wir schauen nur, wie wir es am besten hinbekommen, ob das auch alles passt, aber das können wir jetzt, das sind eher Internas. Aber mindestens eins, wir arbeiten an zwei. Jetzt kommen die Fragen rein, jetzt wo ich Feierabend machen will, Mensch. Unglaublich. Kann ein Mann nicht mal in aller Ruhe hier, Meinung zu Tilal Al-Ghaf. Ich glaube, die kam letztes Mal, die Meinung. Finde ich gut, finde ich schön. Muss halt noch fertig gebaut werden und dann kann ich mir erst eine Meinung bilden. Auf den Flyern sieht immer schön aus und auf den Renderings und auf den Konzepten und auf den Modellen. Umgesetzt werden muss es geil. Ich bekomme auch ganz viele Anfragen gerade über Damak Lagoons, was aussieht wie ein Wasserpark mit Villen außenrum. I don't know. So, wenn sie es hinbekommen, geil. Aber baut es erstmal, so meiner Meinung nach. Baut es halt erstmal, bevor ich mir eine Meinung bilden möchte. Tilal Al-Ghaf sieht gut aus, mir hat es auch gefallen. Tilal Al-Ghaf hat eine relativ gute Location, wo du zentral bist. Und das Design spricht mir persönlich zu. Ich kenne auch Leute, die dort gekauft haben. Ich habe allerdings keine dort verkauft, ja? Meinst du, dass die Regierung weitere Schritte gegen das Überangebot unternimmt? Nein, nicht wirklich. Also, das ist auch wieder so eine Sache. Ich kann nur für mich sprechen. Ich spreche nicht für. Ich kann nur in meiner Mikroökonomie reden. Ich kann nicht für makroökonomische Faktoren sprechen, auf die ich keinen Einfluss habe. Markus Sager, sehr, sehr gerne, geiler Typ. So, ich glaube nicht, weil Dubai ist. So, Dubai war im Jahr 2000. War Dubai so. So, im Jahr 2010. War Dubai ein bisschen größer. Jetzt im Jahr 2020 ist Dubai noch größer. Aber die pushen, die bauen jetzt immer noch aus und die pushen jetzt auch wieder, weil die wissen, sie wollen im Jahr 2040 wollen die 6 Millionen haben. Jetzt sind wir 3 Millionen. 2010 waren wir 2 Millionen. 2000 waren wir 1 Million. Also die pushen das Ding weiter nach vorne. So, und da gibt es ja auch den Einspruch von Sheikh Mohammed bin Zayed bin Rashid Al-Maktoum: Build and they will come. Also Bauer und die Menschen werden kommen. Und ich bin jetzt auch schon ein Jährchen oder zwei hier in Dubai. Ich bin seit 10 Jahren hier in Dubai. Und wir sehen halt, wenn diese Borders nach außen gepusht werden, kommt es immer zusammen mit Freiheiten. Ja, 10-Jahres-Visum, Alkohol zu Hause trinken, Checkbouncing entkriminalisiert, unverheiratet zusammenleben. So, und so kommen diese Freiheiten immer weiter dazu, bis wir irgendwann mal im Jahr 2040 hoffentlich, inshallah natürlich, so Freiheiten genießen wie in Europa, beziehungsweise hoffentlich nicht, weil du willst nicht alle Freiheiten haben, die du in Europa genießt, zumindest ich nicht. Das soll schon noch ruhig Middle East und islamisch bleiben. Das ist mir völlig recht. So, aber bis 2020, du siehst, die bauen und die vergrößern die ganzen Rules and Regulations für die Residents hier, um den Leuten hier noch ein angenehmeres Leben in Dubai zu gestalten. So. Markus Zeiger, du erhältst deine erste Wohnung in Dubai. Wunderbar, freut mich, Gratulation. Wenn du die zweite bei uns kaufen willst, sag gerne Bescheid. Und ja, an der Stelle würde ich auch Feierabend machen. Fast der Ständer runtergefallen.
Also der Handyständer. Ich würde euch einen schönen Abend wünschen. Wir haben 40 nach 9 hier in Dubai und Essen ist schon da, oder? Ja. Okay, Abendessen ist da. Wir machen jetzt Abendessen im Office. Natürlich geben wir immer 125.000% für unsere Kunden. Olga und ich hier, sie wollte nicht ins Live, aber jetzt muss sie kurz rein. Olga und ich, my love, hallo. So, Olga und ich, wir sind hier im Office, natürlich, nicht auf verlorene Posten, aber wir sind hier am Hustlen und am Machen und am Tun, um allen gerecht zu werden, um natürlich vor allem euch gerecht zu werden. Denn das, was wir hier machen, ist natürlich das Ergebnis von 8 Jahren Immobilienmakler-Dasein hier in Dubai. Das Ergebnis von über 1.000 Immobiliendeals. Das Ergebnis aus über wahrscheinlich 3.000, 4.000 Gesprächen mit meinem ganzen Wissen, meinen ganzen Erfahrungen möchte ich euch diese Stadt näher bringen, diesen Immobilienmarkt näher bringen, den Spirit mitbringen, das Denken beibringen. Und das ist der Grund, warum du hier auch vielleicht auch mit dem Thema Dubai beschäftigen solltest. Ich zumindest für meinen Teil kann sagen, wir haben die perfekte Strategie, wir haben die perfekten Partner, wir wissen, dass unsere Strategie funktioniert. Und an der Stelle würde ich euch allen einen wunderschönen Abend wünschen. Kommt gut in den Feierabend. Und an der Stelle, Markus Zeiger, Kompliment gebe ich zurück. Janine, schönen Feierabend. Und wir sehen uns inshallah nächste Woche im nächsten VGTV. Sonntag haben wir kein Webinar, aber wir ballern ein paar Newsletter raus. Und natürlich jeden Tag meine Stories. Stay tuned. Peace out.